The power of the dark side, 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 side. Das war es auch schon. Das heißt, wir könnten jetzt auch mit der Schnellreise wieder zurück zu der Dame. Ja, wenn man abkürzen kann, ne? Welches ist es? Schnellreise. Kehlings Horchposten. Wenn er als winkt. Wir sind in der Fähre zum Abschied, um uns zu bedanken, was er hergebracht hat. Und um ihnen zu signalisieren, dass wir sie jetzt nicht umbringen werden. Oh, da läuft der Naya dabei. Ukabi. Das ist doch der, den wir von der Exchange. Von dem sie vorhin schon gesprochen haben, dass der Böse ist. Ihr habt einen unverzeihlichen Fehler gemacht. Scheint es Cyborg zu sein. Diesen Konflikt gestartet. Alle unsere Geschäfte leiden. Jetzt stirbt ihr alle. Starke Worte von einem verängstigten kleinen Gauner. Die Angreifer. Ihr habt meine Truppen geschwächt. Doch meine Todesschwadronen warten durch Blut, während wir hier reden. Noch vor Sonnenaufgang werde ich eure Schädel als Trophäe besitzen. Es sieht nicht gut aus. Ich weiß, aber ich habe an einer Strategie gearbeitet. Überlasst die Strategien Leuten, die sich damit auskennen. Sie soll sprechen. Sie weiß, dass sie bezahlt, falls sie uns wieder enttäuscht. Unsere Wachen haben ein paar der Verbrecher gefangen genommen. Die Basis der Exchange befindet sich in den Tunneln unterhalb dieses Sektors. Vielleicht sollten wir direkt angreifen. Alle vernichten, die Anführer und Ukabi. Das DX-Vernichternetzwerk stimmt dem zu. Vielleicht. Ich denke, ich spreche im Namen des ganzen Schattensyndikats. Wenn ich mir erlaube, die Frage zu stellen, ist das überhaupt möglich? Unterschätzt nicht, wie viel Macht durch mich fließt, Sklavenhändler. Das tue ich ganz sicher nicht. Ihr müsst Ukabis inneren Kreis ausschalten. Sie wurden alle kybernetisch verbessert. Handgemachte Meisterwerke. So stark wie ein Dutzend mandalorianischer Krieger. Wenn sie tot sind, geht in Ukabis Gemächer. Tut, was ihr tun müsst. Okay. Ein paar Leute die Köpfe abhacken, das kriegen wir doch hin. Aber ich sehe hier ist noch eine Quest aufgegangen. Sternhunde, eine Gruppe von Kriegsveteranen, die der Republik nahesteht, bereiten einen Anschlag auf euch vor. Sternhunde? Nie gehört. Es sind korellianische Sympathisanten der Republik. Sie hassen unser Imperium und schmuggeln Waffen zu unseren Feinden. Als Republikaner haben sie eine gewisse Abneigung gegen direkte Attentate. Doch sie sind alarmiert. Und haben die Exchange of Nasha da beauftragt, euch umzubringen. Je herausfordernder, desto besser. Eure Zuversicht ist gut.
Aber es gibt keinen Grund dafür, euch an einem Ort überraschen zu lassen, den ihr nicht kennt. Wenn ihr schon dort seid, könntet ihr dann bitte das Dossier der Exchange über ihre Auftragsmörder mitnehmen? Geht das? Ich mag es, Attentate auf Attentäter zu verüben. Sie sind immer so überrascht. Erst uns vor Hunden warnen und dann, ach ja, wenn ihr schon mal da seid, bringt mir doch das noch mit. Was? Ihr wollt die umbringen? Ja, dann brauche ich noch XY. Mhm. Ja, okay, das ist alles beides. Auch wieder hier im Sektor, aber ganz weit hinten. Also unser Hauptgegner hier ist die Exchange. Auf dem Planet. Ja, also ich glaube in diesem Sektor. Ich weiß gar nicht mehr, ob in den anderen Sektoren das anders aussieht. Nasha da ist halt im Vergleich zu allen anderen Dingern sehr bunt und leuchtend und strahlend. Ja, ich komme mal von der Aufgabe her irgendwie so, alles ist so geheim und Seidegasse-mäßig. Ja, es ist halt auch ein neutraler Planet. Warum leuchtet das Ding? Weiß ich nicht, ich untersuch's gerade. Ich bin auch. Ich habe ein kleines Mopedje. Ich glaube, früher hatte man hier noch keinen Gleiter und konnte sich hier seinen ersten ausleihen, wenn man sich den nicht leisten konnte. Das kostet nichts, wir haben es nur angeklickt. Ja, ja, weil aber die Gleiter teurer waren mal und das Reiten dieser. Oh, ich weiß nicht warum, aber ich habe Akku. Ah ja, wir sind gekommen, das ist ein One-Hit-Gegner. Wir haben dich lieb. Ja, ich war eigentlich mit euch dieselbe Strecke gefahren, aber irgendwie wollten sie dann doch Stress haben. Also wie gesagt, wir haben jetzt einmal die von dem kleinen Druiden hier zur rechten und die andere zur linken. Guck mal, wenn du vorbei bist, dann wollen sie auf M. Ja, ne? Also ich würde sagen, wir machen erst die von dem kleinen Druiden. Wir müssen einen erst von hinten sehen. Ah, oh, die gehören nicht zu uns. Hashtag Pobotlob. Pilzkopf. Da hat der Schüssel im Kopf zu Hause. So. Oder war sogar Helm gebaut. Ein Pinkelbottisch. Bettpfanne nennt man das, genau. Mittelschwere Rüstung. Hm. Hat jemand mittelschwere Rüstung? Was hast du ihm gesagt? Ein Kopf. 509. Ne, 473. Ah, ich guck so, dann geht's schnell. Ihr müsst alle hier oben das Dossier anklicken wieder und dann stehen bleiben, bis es alle geklickt haben. Ne, kann schon fatigue. Oh ja. Hä? Passiert? Wow. Ja, wir haben es jetzt alle eingesammelt. Alle haben Zwischensequenz erwartet. Gummo! Beton, was? Beton, Gummo! Was ist? Ich hab so viel Erstblick erkannt. So Gabelstapler. Ja. Ein Flurförderfahrzeug.
Wir haben das in die andere Richtung. Ja, und warum? Oh, Navigator. Warum Blümchen? Was war doch? Ein Blümchen. Ein Kraut. Danke. Warum komme ich nicht rein? Wo sind die jetzt hergekommen? Ach, das will was kämpfen? Darum komme ich nicht rein. Hat er mal in unserem Geschwindigkeitsbereich nicht gesehen. Ich komme jetzt nach. Geht's oder muss noch mal einer rauskommen? Ne, ich hab's schon. Mich schon eine ganze Weile verfolgt haben. Tanit, Okabes. Twi'lek. Ist der schon tot? Ja. Okay. Ja, ist halt alles Low-Level. Und dann nach unten in Okabis Basis. Ich hab mich durch drei einfach durchgemäht. Ich kann jetzt ihre Rüstung anprobieren. Hallo, schieß doch. Könnten wir dann kurz aus dem Kampf rausgehen? Ich habe nämlich jetzt bessere Ausrüstung. Und im Kampf kann man seine Ausrüstung ja nicht wechseln. Wo hast du jetzt bessere Richtung her? Ich brauche noch ungefähr ein halbes Level dafür. Also wir waren doch Weihnachtsspezialinstanz und da gab es doch Ausrüstung für Level 48. Achso, ich habe schon gedacht, es gäbe wieder was Neues. Nee, ich muss auch noch einen halben Balken warten, dann komme ich auch meine 48. Ja, aber wenn du kein Abonnent hattest, kannst du die Liga dann Sachen mit mir anziehen. Echt jetzt? Ja. Hashtag Sellout. Ist doch doof. Ja, die wissen wieder, wie sie dich zurück zum Abo kriegen. Halt EA, ne? Naja, das Spiel war ja anfangs ein reines Abo-Modell. Ja. Wow. Naja. Ja, dann haben sie es free to play gemacht, wenn ich, aber mit Einschränkungen. Wenn ich die Rüstung anziehe und... Was macht die jetzt? Ich selber töten oder? Und danach das Abo weggeht, muss ich die Rüstung dann ablegen oder wenn ich sie einmal anhabe, ist egal? Wenn du sie anhast, während dein Abo-Status weg ist, darfst du die natürlich noch behalten, die du bereits anhast. Aber wenn ich sie einmal ausziehe, kann ich sie nicht wieder anziehen. Aber gut, es gibt ja grüne Sachen, wenn du dann wählst, du bist nur auf grün oder so fixiert, blau-grün. Gibt es ja ein paar gute Sachen, also Power-Inbüße wär ich jetzt nicht. Nur halt das Schicke. Oh, da sind ja noch welche. Ja, mach mal jetzt also rum weg. Yeah.
Das hat cool ausgesehen. Guck mal, ein Zockerzimmer für euch. Mal LAN-Party, genau. Das sind sogar Kanonen. Ist da jemand? Hier ist Maro Wiesen. Bitte antwortet. Ihr wisst doch, dass ihr mich nicht stören sollt. Das ist ein Notfall. Die Exchange greift an. Okabi ist hier. Jemand hat uns verraten. Kommt so schnell zurück, wie ihr könnt. Wir können... Was für die? Können die überhaupt was alleine? Habt ihr euer Schnellreise bereit? Oh, ja. 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 Teelings Hochposten. So schnell erwartet uns alle weiter Gegner nicht. Ja, wir können ja bei dem kleinen Roboter trotzdem noch erst die Quest abgeben. Ihr kehrt zurück und seid am Leben. Habt ihr es mitbekommen? Die Exchange und die Sternhunde beschuldigen sich gegenseitig für den Tod ihrer Unterhändler. Sie haben einen Kleinkrieg gestartet. Die Wahrheit, so sagen sie, war das erste Opfer. Also, ich gehe davon aus, dass ihr ein Dossier für mich habt. Wow. Hier, und jetzt weiter. Ihr genießt eure Siege nicht? Wie schade. Auf Nar Shaddaa sind kleine Genugtuungen ein wertvolles Gut. Credits sind natürlich nicht minder wertvoll. Hier, nehmt diese Bezahlung als Dank dafür, dass ihr unsere Feinde gespalten habt. Drei Silber, Credits geht. Item war nutzlos. Ukabi und da haben wir den verräterischen Hutten, weil sonst wäre er nicht hier. Kann eh nichts außer wegrabbeln. Was darf sein? Stirbt einer von euch oder beide? Widerlicher Wurm. Ihr seid beide erbärmlich. Und nun zu euch. Ihr seid hier, um die Frau und den Verräter zu retten. Zeig Wirbelsäule. Ich bin Ukabi. Ihr werdet sterben, kleiner Cyborg. Wie viel Elektrizität vertragen eure Schaltkreise? Seht euch meinen Körper an. Cool. Kortosis-Transplantate. Ein intravenöses Kolto-Injektionssystem. Ein holographisches Zielsystem. Ihr seid sterblich. Ich werde ewig bestehen. Abwarten. Ah. Ich hab mal Schwert in den geworfen, aber ruhig. Dieser lilane Riesenkreis verwirrt mich irgendwie immer. Großer Kerl, großer Kreis, Girl. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Kolto-Injektionen können keine Toten wiederbeleben. Tippt mir den auch noch, wenn er auch ein Verräter ist. Wagt euch nicht, etwas zu sagen. Ihr habt ihn hergebracht. Ihr wolltet mich töten lassen. Von einem Hutten konnte man ja nichts anderes erwarten. Mag sein, aber ihr habt Ukabi gerufen.
Widersetzt euch dieser Frau und ihr widersetzt euch der größten Macht in der Galaxis. Boka, Detalia Schneckgula, Woska Kuapodnuta. Wie könnt ihr es wagen? Ki Asotopunyo, Lilize Woto, Segotodomoti. Das Schattensyndikat steht in meiner Schuld. Vergesst das nicht. Ich hab das gedrückt. Ach Herr. Das war wohl verkehrt, oder? Ja, ich wollte sie nicht umbringen. Ich kann ihre Stimme nicht ausstehen. Also habt ihr sein Angebot angenommen? Nee, ich wollte eigentlich, dass sie überlebt. Aber ich habe Asgute gedrückt und somit falsch. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Daten über die Aktivitäten der Exchange bereitstellen. Sie werden sich erholen. Ihr wolltet sie leben lassen und den Hutten töten, und ihr wolltet das andere. Ich wollte sie leben lassen. Wenn ich damit in Verbindung gebracht werde, wird nicht mein Kopf rollen. Hat er eine Fehler? Hä? Und die Grafikfehler. So, das war wieder SWTOR mit der gewohnten Gruppe. Wir verabschieden uns wieder von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. You know.